Schaulaufen für den Meister. Von wegen, auch wenn der Titel bereits eingetütet ist, will sich die zuletzt 6-mal in Folge siegreiche Spielvereinigung Unterhaching im vorletzten Heimspiel der Saison keine Blöße geben und die Spannung bis zu den Aufstiegsspielen hochhalten. Dennoch gönnt Coach Sandro Wagner gegen Aschaffenburg nahezu allen etablierten Stammkräften eine schöpferische Pause. Durchaus möglich also, dass der nach der Saison scheidende Jochen Seitz an seiner alten Wirkungsstätte aus aktiver Zeit mit seiner Viktoria die kleine Serie von 4 ungeschlagenen Partien ausbauen kann. Vor Spielbeginn wurde zunächst noch Dominik Stahl, der ja seine Karriere vor kurzem verletzungsbedingt beenden musste, offiziell verabschiedet und der sah nach nicht einmal 3 Minuten die erste Aktion seiner ehemaligen Teamkollegen. Boipelo Mashigo findet nach seinem Ballgewinn mit seiner Hereingabe jedoch keinen Abnehmer. Das war aber auch schon die einzige nennenswerte Hachinger Offensivszene in der ersten halben Stunde. Fortan ging es eher in die andere Richtung. Benedikt Laverty mit dem ersten Warnschuss in Richtung Fabian Scherger, der bei seinem ersten Saisoneinsatz aber ebenso zur Stelle ist wie nach 22 Minuten gegen den durchgebrochenen Florian Pieper. Insgesamt war es eine recht zähe Angelegenheit. Chancen gab es eigentlich nur nach Standardsituationen, wobei auch hier die Unterfranken einen Tick gefährlicher waren. Doch weder Tom Schulz noch Luca Dähn bringen ihre Kopfbälle aufs Tor. Kurz vor der Pause dann mal eine kleine Drangphase der Gastgeber. Stefan Hein kommt nach dem leichtfertigen Ballverlust von Max Grün zum Schuss. Der SVA-Keeper bügelt seinen Fehler jedoch umgehend wieder aus. Wenig später rettet dann Veit Clement im letzten Moment gegen Sandro Porta. Zur Halbzeit also ein mageres 0:0, das die 1750 Zuschauer nicht unbedingt von den Sitzen riss. Und das sollte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht ändern. Im Gegenteil, beide Teams weiterhin mit vielen Standards, aber wenig Zählbarem. Den Hausherren fehlte ohne die Kreativspieler sowie das etatmäßige Sturmduo Hopsch-Fetsch über weite Strecken einfach die nötige Durchschlagskraft. Aschaffenburg grundsätzlich weiter etwas zwingender, bei den wenigen Annäherungsversuchen aber nach wie vor ohne Zielwasser. Bezeichnend für die Offensivbemühungen beider Teams dieser Versuch eines Unterhachinger Konters. Das einzig Positive an diesem letztlich gerechten, torlosen Remis: beide Teams halten zum 4. Mal in Serie die Null. Ja, ich glaube, dass es relativ ausgeglichen war. Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit hat uns ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Da hatten wir viele gefährliche Aktionen, die wir nicht richtig zu Ende spielen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen geht der Punkt oder das 0-0 eigentlich in Ordnung. Die erste halbe Stunde sind wir sehr gut ins Spiel reingekommen, hatten da wirklich 3 hundertprozentige Möglichkeiten, die wir leider nicht nutzen. Hätten da eigentlich in Führung gehen müssen, bauen dann so die letzten 10 Minuten ein bisschen den Gegner auf durch individuelle Fehler, wo dann Haching auch die 1 oder 2 Möglichkeiten hatten. Zweite Halbzeit waren es mehr Mittelfeld-Zweikämpfe, gab es nicht mehr die hundertprozentigen Tormöglichkeiten wie in der ersten Halbzeit. Insofern, ja, waren wir, glaube ich, ein Stück näher dran am Sieg wie Unterhaching, aber mit dem Unentschieden können wir auch ganz gut leben. Aschaffenburg bleibt also zum 5. Mal hintereinander ungeschlagen, Haching sogar zum 10. Mal, muss sich aber nach 4 Heimsiegen in Folge mal wieder die Punkte teilen. Nun heißt es weiter warten auf den Gegner in den Aufstiegsspielen, denn nach dem 1:1 im Topmatch der Regionalliga Nordost zwischen Cottbus und Erfurt ist die Meisterfrage dort erneut vertagt.